okay, klar, irgendwie mit FDP und Grünen und SPD, die können ja gar nicht irgendwie nur auf Klima setzen, so, die müssen irgendwie Kompromisse finden. Und es ist halt irgendwie so ein bisschen enttäuschend, wenn man realisiert, dass so unsere Zukunft halt einfach nicht existiert, wenn wir jetzt nicht was fürs Klima tun. Was mich noch weiter enttäuschen würde, wenn jetzt die FDP dann auch noch bei den Steuersenkungen oder generell im Thema Steuern einfach mehr Kraft bekommt und dann das auch unter den Tisch gekehrt wird, weil ich, also wenn man CO2 nicht besteuert, wenn man Konzerne, die einfach in ihrer Wirkung sehr klimaschädlich sind, nicht genug besteuern kann, hat man da ja auch ein Mittel weniger, am Klimawandel auch auf hoher Ebene mitzuschrauben irgendwie. Ich hoffe auf einen frühen Kohleausstieg und hoffe, dass das auch durchgesetzt wird und dass die FDP das nicht bremst. Wir haben seit 2017 Ökostrom zum halben Preis. Das haben aber die Parteien in der Regel nicht verstanden. Und das müssen wir dringend in die Koalitionsverhandlungen reinbringen, damit, wie gesagt, wir brauchen einfach Klimaschutz ohne angezogene Handbremse, weil es sich sowieso schon rechnet.